Der Nürburgring. Mit einer Länge von mehr als 20 Kilometer windet sich die ehrfurchtsvolle grüne Hölle genannte Rennstrecke durch die Wälder der Eifelregion. Im Jahre 1927 eröffnet, erlangt der Nürburgring schnell den Ruf, die schwierigste Rennstrecke der Welt zu sein. Seitdem lockt die Eifelachterbahn wagemutige Rennfahrer an, sich mit ihr zu messen. Die Serie Racing in the Green Hell widmet sich genau diesen Menschen, die sich der Herausforderung Nürburgring stellen und Geschichte schreiben. Seit mehr als 4 Jahrzehnten existiert am Nürburgring eine eigene Rennserie, die VLN Langstreckenmeisterschaft. Zu Beginn, ein Zusammenschluss von Motorsportverein und Hobbysportlern, entwickelt sich die Langstreckenmeisterschaft zu einem professionellen Championat für Amateure und Profis bis hin zu den Werksteams. Inmitten des bunten Starterfeldes von mehr als 150 GT- und Tourenwagen gibt es immer wieder Fahrzeuge, Teams und Fahrer, die zu besonderen Publikumslieblingen avancieren. Genau das trifft auf das Vater- und Sohn-Gespann Ralf und Andreas Schall sowie ihre Nordschleifen-Einsatzfahrzeuge zu. Vom Ford Escort RS 2000 über die DTM-Abkömmlinge Mercedes-Benz 190 Evo 2 und Opel Astra V8 Coupé bis hin zum Porsche 997 GT3 der Gruppe H. Mehr als 3 Jahrzehnte lang sorgen die beiden Schallgenerationen für schnelle Rundenzeiten und zahllose Siege auf dem Nürburgring. Baden-Württemberg, Dornstadt, nahe Ulm. Hier betreibt die Familie Schall ein Mercedes-Benz-Autohaus. Während die Eltern von Andreas Schall in der Landwirtschaft tätig sind, interessiert er sich eher für die Mechanik der Landmaschinen und Automobile. Also mein Vater hatte einen Bauernhof. Den hätte ich geerbt oder ich war Nachfolger. Ich habe mich da voll vorbereitet. Ich war immer technikbegabt und ja, viel an den Schlepper geschraubt, an den Mähdrescher und alles. Und dann habe ich eine Lehre angefangen, dann als Kfz-Mechanik auf LKW. Und dann bin ich nach Stuttgart mit Meisterprüfung gemacht. Und mit 27 habe ich mich selbstständig gemacht. Schnelle Autos interessieren Andreas Schall schon immer. So ist es kein Zufall, dass er auch den Weg an die Rennstrecke findet. Ich habe ein paar Bergrennen zugeschaut, in Blaubeuren da Richtung Papelau hoch. Und dann bin ich nach Hockheim gefahren zum Jim Clark Gedächtnisrennen, also 68. Da habe ich einen Wolfgang Siegle Fahrer sehen, mit einem Porsche, den wo ich ihm verkauft habe. Und da habe ich gedacht, ja, was der kann, das kann ich auch. Für die ersten Versuche im Rennsport ist das Einsatzgerät schnell gefunden. Ein verunfallter Porsche 911 wird wieder fit gemacht. Haben wir da ein neues Heck eingeschweißt, komplett vom anderen Auto, so wie auf die Rennstrecke gekommen. Bin da reingefahren, gefragt, wo ist das Fahrlager, ich habe gar nicht gewusst, wo das ist, was das ist. Und dann bin ich mal schon in Bestzeit gefahren, weil es so geregnet hat, dass alle abgeflogen sind, auch mit den Regenreifen. Sofort ist Andreas Schall vom Rennsportvirus infiziert. So lässt auch das erste Rennen auf dem Nürburgring nicht lange auf sich warten. Mein Vater fuhr zuerst auf anderen Strecken, Flugplätzen und auch in Hockenheim. Aber ich denke, irgendwann, jeder, der eine richtig gute Strecke fahren will, der wird irgendwann hier landen. Und so war es bei meinem Vater auch. Und dann bin ich am Nürburgring gelandet. 69. Ein 4-Stunden-Renner, war mehr Gleichheitsprüfung. Hat mich interessiert, hätte interessiert, ich auch Gas geben. Und da war noch keine Leitplanke, das weiß ich noch genau. Da war Hecke auf, Hecke zu. Und am Nürburgring haben mich von Anfang an gleich wohl gefühlt. Die Cooper haben mir gar nichts ausgemacht. Das ist ganz schnell gelernt, wie das geht. In den nächsten 1,5 Jahrzehnten ist der Name Schall immer wieder auf den Start- und Ergebnislisten des UNS-Rundstreckenpokals und der Deutschen Rennsportmeisterschaft zu lesen. Sporadische Einsätze auf dem Nürburgring finden natürlich auch statt. Auch der damalige Langstreckenpokal am Nürburgring reizt den Amateurrennfahrer Schall so sehr,
dass er 1987 die Entscheidung trifft, einen eigenen Ford Escort aufzubauen und damit an den Start zu gehen. Am Montag habe ich sie geholt, am Dienstag haben wir das Auto zum Lackierer durch. Und 14 Tage später war er wieder oben und habe wieder gewonnen. Ab 1987 ist Andreas Schall fester Bestandteil der VLN und sammelt in den folgenden Jahren viele Klassensiege auf dem Nürburgring. Zeitgleich entwickelt sich in Dornstadt die nächste Motorsportgeneration, allerdings zu dieser Zeit erst noch auf zwei Rädern. Ich fing mit 14 Jahren circa im Motocross-Sport an, also hatte überhaupt nichts mit Asphalt oder sowas zu tun. Und das waren meine Anfänge, da bin ich viele Jahre gefahren. Hab mir die Hörner abgestoßen. Dann haben wir den Kerl da mit, ich glaube schon 13 oder 14 war er schon, oder, da auf die Strecke geschickt. Und ich weiß noch genau, ein Schlammrenner war es in Schneidheim. Da sind sie alle versoffen im Dreck, sind stracken geblieben. Der Ralf hat sein Motorrad aufgerissen und ist weitergefahren. Ich hatte schon lange gemerkt, dass er das Talent hat. Mit Kopf dann gefahren auch, gell? Gleich. Auch die ersten Fahrversuche im Auto lassen nicht lange auf sich warten. Er hat schon geübt mit einem Fronttriebler, der auf dem Hof gestanden ist, bevor er ja, gerade einen Führerschein kennt. Also ist dann gleich gefahren, hat den Fahrlehrgang gekriegt mit 190er. Die Straßen der Region alleine reichen jedoch nicht lange aus. Schnell geht es das erste Mal auf den Nürburgring. 1989, bei einem Lehrgang von irgendeinem Verein mit einem Serienfahrzeug, einige Runden gefahren. Damals gab es noch keinen Gran Turismo, wo man das vorher testen konnte, also wirklich mit dem Serienauto gefahren. Und dann gleich in diesem Jahr dann gleich das erste Rennen gefahren, damals gleich sofort VLN, das war damals noch möglich. Und seither bin ich hier. Ich bin auf einem Honda Civic gefahren mit dem Günter Kühlewein zusammen, der mehrfacher Rallye Monte Carlo Teilnehmer ist oder war. Er fuhr über 20 oder 30 Mal, weiß ich nicht genau, die Rallye Monte Carlo und fuhr hier dann eben auch auf der Nordschleife. Und irgendwie haben wir den angesprochen, ob er nicht einen jungen, motivierten Fahrer an seiner Seite braucht. Und dann bin ich mit ihm drei Rennen gefahren auf diesem Honda. Im ersten Rennen weiß ich noch sehr genau, bin ins Training gefahren und dann hat der Günter Kühlewein gesagt, komm, du fährst gleich den Start. Bin ich auch gleich den Start gefahren und es hat sehr gut funktioniert. War gut dabei und dann hatten wir einen Kopfdichtungsschaden, also Motorschaden und dann war Feierabend. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und er hat mich dann gleich zum nächsten Rennen wieder eingeladen. Dann fuhr ich auf einem Opel Manta ein paar Rennen, das war dann im Jahr 1990. Und dann kam ich auf den Ford Escort RS 2000. Das war zuerst mit jemand anders, mit dem Jürgen Zoch zusammen, ein roter Ford Escort, also nicht gemeinsam mit meinem Vater zusammen. Bin ich drei oder vier Rennen gefahren und dann im darauffolgenden Jahr mit meinem Vater auf einem schwarzen RS 2000. Aber das war natürlich ein besonderes Gefühl, dann im eigenen Team gemeinsam mit Familie oder mit meinem Vater zu fahren. Da ging es dann richtig los. Ne? Von nun an fahren Vater und Sohn Schall die Rennen der VLN mit dem Ford Escort RS 2000 gemeinsam. Doch die Renneinsätze gestalten sich schwieriger als erhofft. Der Ralf dazugekommen ist von 90 bis 93, das hast du vergessen können. Der hat halt einfach nicht mehr gehalten. Der Motor war über dem Limit. Das hat nicht geklappt. Und dann wollten wir 6 Stunden Rennen fahren. Da bin ich in der ersten Runde ausgefallen. Da hat mein Sohn gesagt, da haben wir einen Mittag gemacht, am Heimfahren, um 3:30. Aber das hat jetzt keinen Wert mehr mit dem Auto. Also mein Vater hat mit diesem Escort hier den Vizetitel mal geholt in der VLN. Aber als ich dann dabei war, ich denke, es lag nicht an mir, aber war das Auto dann so schnell, aber dann eben auch so defektanfällig, dass wir immer ausgefallen sind. Und dann ich mir irgendwann gesagt habe, jetzt muss was anderes her oder ich will fahren und nicht nur schrauben. Ein neues Rennfahrzeug muss her. Während die ersten Gespräche in Richtung Porsche laufen, entsteht schnell eine Idee, die auch viel besser zu den Schalls passt. Wir haben ein Mercedes-Benz Autohaus zu Hause. Und damals fuhren diese Autos in der DTM. Und auch der Olaf Mantai fuhr so ein Auto mit Werksunterstützung in der VLN. Und dann ging der Weg wirklich direkt über den Norbert Haug, den Sportchef damals.
Der hat uns natürlich gleich abgeschmettert und es hat ausgeschlossen, kommt gar nie in Frage. Aber so nach der 10. Anfrage von uns wurde er langsam weich. Und ein Jahr später stand dieses Auto bei uns und dann sind wir hier in den Start gegangen. Mit dem Mercedes-Benz 190 Evo 2 DTM Rennfahrzeug beginnt für Andreas und Ralf Schall eine neue Ära. Erstmals bewegen sie ein Fahrzeug, das um Gesamtsiege mitkämpfen kann. Ja, da sind wir in Nürburgring gekommen zum Rennen, ohne einen Meter gefahren. Regen, alles. Ein absolutes Eifelwetter, Regen, Schneeregen. Ich bin natürlich der Start dann gefahren, ich habe die Erfahrung erkannt. Ja, und das hat prima geklappt. Wir haben viel Öl gebraucht, dann müssen wir den Motor noch mal machen lassen. Und dann wurde das Wetter immer schlechter. Wir waren auf Platz 2 oder 3 gelegen. Ich war der Meinung, wir liegen auf Platz 2 damals. Ich hatte meinem Team gesagt, wenn ihr mir Minus anzeigt, dann habe ich Rückstand. Und habe es dann aber selber nicht richtig verstanden. Und der Rückstand wurde immer größer, aber reell wurde der Vorsprung immer größer. Und dann haben wir also geführt mit 1 Minute Vorsprung vor E30 BMW von Georg Seberich, der damals DTM fuhr. Und dann wurde es richtig dramatisch, weil es dann richtig zu regnen und zu schneien anfing. Und ich hier rückwärts die Zielgerade ins Castrol S einbiege und im Dreck hängen blieb und dachte, jetzt ist alles aus. Und dann kam aber die rote Flagge. Die haben alle das geschnallt. Ich habe ja gleich gewusst, dass eine Runde vorher nicht zählt. Und na, ich kriege einen Sieg und die haben alle gedacht, der spinnt doch. Und das war der Sieg. Das war der erste Klassensieg, der erste Wertungsgruppensieg und auch der erste Gesamtsieg von mir. Ja, realisiert habe ich das erst ein paar Tage später. Das war, kann ich nicht beschreiben, wie das war. Ich hatte noch kein Rennen gewonnen vorher und dann gleich den Gesamtsieg gefahren. Das war der Wahnsinn. In den folgenden Jahren ist mit dem Vater- und Sohn-Gespann immer zu rechnen. Der Mercedes 190 wird schnell zu einem der absoluten Publikumslieblinge bei den Fans der VLN. Wir haben im ersten Jahr 3 Gesamtsiege gefahren. Und insgesamt waren es 5 Gesamtsiege mit diesem Fahrzeug. Einmal im strömenden Regen. Wir haben 2-mal das 6-Stunden-Rennen Gesamtsieg geholt, was auch toll war. Und insgesamt haben wir mit dem Fahrzeug über 50 Klassensiege gefahren. In den 10 Jahren und später haben wir ihn dann nochmal eingesetzt. Und insgesamt, die haben wir also überschlagen, waren das 80.000 Rennkilometer, was wir mit diesem Auto hier gefahren sind. Wir hatten auch technische Defekte, nicht in großem Maße. Und alles, was irgendwann mal defekt war, haben wir selber dann, also unser Schallteam, so weiterentwickelt, ob es Motorenseite oder Getriebenseite oder Differential war, dass das Ding nachher dann ein richtiger Dauerläufer war. War eine wunderschöne Zeit. Klar, wir waren immer ganz vorne dabei und das ganze Flair hier in der VLN war sehr schön. Doch irgendwann ist auch die schönste Zeit einmal zu Ende. Zu Beginn seiner Rennkarriere ist der Schall-Mercedes 190 immer an der Spitze des Feldes zu finden. Allerdings entwickelt sich die VLN weiter. Die Ära der professionellen Rennteams mit ihren hochgezüchteten GT-Rennfahrzeugen bricht heran. Und damit auch das Ende des 190ers, zumindest vorerst. Auch die DTM wartet mit einer neuen Fahrzeuggeneration auf. Allerdings kann Mercedes diesmal nicht mit dem passenden Fahrzeug für die Schalls dienen. Es gab von Mercedes kein geeignetes DTM-Auto, was verfügbar gewesen wäre. Und dann haben wir, weil wir sowieso einen guten Kontakt zu diesem Volker Stritzek hatten, aufgrund vieler Zweikämpfe hier auf der Nordschleife, als er mit seinem Omega fuhr, gegen dieses Auto, waren schöne Zweikämpfe. Und er war das Opel Sportschiff zu der Zeit. Und auch den haben wir weich gekriegt. Irgendwann fuhren wir dann einen DTM-Opel hier auf der Nordschleife. 2003 ist das Opel Astra V8 Coupé mit dem Team Phoenix Racing erfolgreich beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und beweist so seine Nordschleifentauglichkeit. Für Andreas und Ralf Schall bedeutet das neue Einsatzfahrzeug zugleich eine große Herausforderung. Das war ein Riesensprung. Das war fahrerisch ein Riesensprung und auch technisch. Aber da haben wir uns im Team dann so weiterentwickelt und auch
viel Unterstützung von Opel bekommen und damals von Phoenix Racing. Weil dieses Auto, unser Auto, hat man dann damals bei Phoenix aufgebaut. Und wir hatten so eine wahnsinnig tolle Unterstützung, dass wir dann auch sehr gut gleich damit zurechtgekommen sind. ABS hatten wir am Anfang noch nicht in dem Fahrzeug. Da ist man ohne ABS gefahren. Das haben wir dann selber mit Bosch zusammen entwickelt, dass dieses Auto ein ABS hatte. Aber man wächst mit seinen Aufgaben, das ganze Team, fahrerisch und auch technisch. Und dann haben wir den Opel nachher auch wirklich richtig gut im Griff gehabt. Die Konkurrenz auf der Nürburgring-Langstrecke schläft nicht. Noch nie waren Gesamtsiege so hart umkämpft, der Wettbewerb so eng. Und dann gab es ein spezielles Rennen mit dem Hans-Joachim Stuck, unser gelber Opel Astra, gegen den Hans-Joachim Stuck als BMW-Werksfahrer damals im BMW Z4. Da ging es wirklich rundenlang hin und her um den dritten Gesamtplatz. Und ich hatte das Glück, dann vor ihm durchs Ziel zu fahren. Er hat mich in den Arm genommen, hat gesagt, es war sein geilstes Rennen in seinem Leben. Trotz vieler Erfolgs- und Glücksmomente, die Andreas und Ralf Schall in dieser Zeit erleben, bleibt ihnen der ganz große Triumph verwehrt. Sechs, sieben Jahre immer vorne mitgefahren. Wir waren über 30 Mal Gesamtpodium unter den ersten drei. Es hat leider nie zu einem Gesamtsieg mit dem Opel gereicht. Es war immer irgendwas dazwischen. Entweder ein schnelleres Auto oder Pech gehabt. Aber wir sind ja 30 Mal auf dem Gesamtpodium gewesen. Und es war auch ein toller Erfolg für uns als Privatteam und als Hobbyteam, wie wir so angetreten sind. Die Ära des Opel Astra Coupés endet plötzlich. Bei einem VLN-Lauf im Juni 2010 verunfallt Andreas Schall schwer. Ja, es gab dann einen großen Schreckmoment. 2010 war das, im Juni. Das hat dann auch unsere Opel-Zeit relativ abrupt beendet. Mein Vater hat das DTM-Konzept auf Herz und Nieren geprüft. Und zwar im Tiergarten bei 270 mit einem 3-4-fach-Überschlag. Er ist danach ausgestiegen, wir sind nach Hause gefahren, das Auto war komplett Schrott. Es waren keine Anbauteile, also annähernd keine Teile mehr dran. Aber er ist zu Hause auf dem Sofa am Abend gesessen. Und das war die beste Werbung für das DTM-Konzept, wie es damals war und wie es ja heute auch noch gehandhabt wird. Aber der Opel, das war, ich kann deinem Ralf ganz beistimmen, dass es das geilste Auto war, aber das sicherste war es auf jeden Fall. Mit dem Vorbau, mit dem allem, das war alles weg. Das hat mir schon das Leben gerettet, das Auto. Im Hause Schall folgt nun eine Findungsphase. Unter anderem fährt Ralf Schall vereinzelte Rennen auf dem von Manta Racing eingesetzten Haribo Porsche. Zum Saisonstart 2011 heißt es bei den Schalls dann zurück zu den Wurzeln. Mit dem 190er geht es in der Gruppe H an den Start. Nicht mehr Gesamtsiege, sondern Wertungsgruppen und Klassensiege liegen nun im Fokus. Dann haben wir uns den 190er wieder rausgezogen, weil dem ging es ja wunderbar. Dann haben wir immer einen Schuss gehalten. Sind einige Jahre, und das waren dann circa drei bis vier Jahre, nochmal mit dem 190er gefahren in der Gruppe H. Dann eben auf Platz 15 bis 20 im Gesamtklassement. Das waren keine Top 5 oder auch Top 10 Platzierungen im Gesamt mehr möglich. Hat aber auch sehr viel Spaß gemacht trotzdem. Wieder auch immer noch gemeinsam mit meinem Vater. Und haben eine schöne Zeit erlebt. Mit dem Mercedes AMG SLS GT3 gibt es ab 2011 auch wieder ein gesamtsiegfähiges Modell mit Stern auf der Nordschleife. Ralf Schall lässt es sich nicht nehmen, hier vereinzelt parallel ins Lenkrad zu greifen. Mit dem Ende der Saison 2014 endet auch die zweite Mercedes 190er-Ära. Nach mehr als 40 Jahren Motorsport nimmt Andreas Schall fortan nur noch sporadisch hinter dem Rennlenkrad Platz.
Sohn Ralf stellt sich währenddessen neuen Herausforderungen. Bin ich mal den BMW Cup gefahren ein Jahr, was riesen Spaß gemacht hat. Ich war in einem fremden Team, nicht im eigenen Team, bei Michael Bonk. Aber bin super aufgenommen worden und ich denke da dieses Jahr immer noch sehr, sehr gern zurück. Einzige, was sehr schwierig war, wir haben Vizemeister gemacht in diesem Jahr, um ein Haar den Titel im BMW Cup geholt. Aber ich mit den leistungsstarken Fahrzeugen tat mich schwer auf diesem BMW. Und ich ziehe jedes Mal, wenn ich hier an einem BMW Cup vorbeifahre, den Hut, wie die hier unterwegs sind, wie die kämpfen und wie schnell die sind. Es hat nicht viel gefehlt, aber es war nicht einfach aus eigener Kraft zu gewinnen. Das war für mich nicht möglich. Nach diesem kurzen Ausflug in den BMW Markenpokal reizt es Ralf Schall doch wieder, in einem leistungsstarken Rennwagen zu sitzen. Ich habe jahrelang immer gesagt, ich möchte nie einen Porsche fahren, weil hier jeder einen Porsche fährt und Porsche fahren kann jeder, so die Sprüche. Aber irgendwann bin ich auch ich dann beim Porsche gelandet. Zusammen mit Christopher Gerhardt und dessen Team TAM Racing geht es erneut in die Gruppe H. Diesmal eben allerdings mit einem Porsche 911 als Einsatzgerät. Das Duo ist äußerst erfolgreich und dominiert die Klasse fast nach Belieben. Für die Saison 2018 entschließt sich Ralf Schall, wieder mit dem eigenen Team an den Start zu gehen. Weiterhin ist Christopher Gerhardt an seiner Seite. Zur Mitte der 2018er Saison schreibt Ralf Schall mit dem 100. Klassensieg VLN-Geschichte. Wir haben jetzt, ich habe es nachgezählt, 19 Klassensiege mit dem Fahrzeug geholt, was ja dann auch immer ein Wertungsgruppensieg ist. Was uns aber jetzt auch besonders gefreut hat in diesem Jahr, dass wir einmal das schnellste Nicht-GT3-Fahrzeug waren und auch schon in die Top 10 im Gesamtklassement gefahren sind. Das ist so viel wert wie damals vielleicht ein Gesamtsieg. Wie gesagt, als zweite Liga-Fahrzeug und ja, wir sind gut unterwegs, es macht Spaß. Der Nürburgring und hier besonders die VLN-Variante mit Grand Prix-Kurs, Kurzanbindung sowie Nordschleife ist ein gutes Fleckchen Erde für die Schalls. Wir haben einerseits hier den Grand Prix-Kurs, die Autobahn, bis es dann Eingang über die Brücke Richtung Hatzenbach dann richtig losgeht. Und dann haben wir eben die Mischungen zwischen ganz schnellen Kurven und auch langsamen Kurven. Wir haben Sprungkuppen drin, Stellen, die in nicht einsehbar sind, man fährt blind drüber und ja, es macht einfach Spaß, diese Nordschleife zu fahren. Der Nordschleife kenne ich also nichts, was ich jetzt gern mag. Da kenne ich mich so aus und das passt. Wer vor der Nordschleife nicht Respekt hat, der wird untergehen, keine Frage. An sich der Charakter dieser Strecke, der ist immer noch erhalten geblieben. Mir gefällt jede Kurve von Anfang bis Ende an dieser Strecke. Doch nicht nur das quer durch die Eifel führende Asphaltband ist einzigartig. Über Jahrzehnte hat sich rund um die Nordschleife und die VLN eine eingeschworene Fangemeinde entwickelt, die diesen Ort so besonders macht. Mich hat es immer am besten gefreut, wenn der Fan an der Strecke nach dem Rennen herkommt oder mir was schreibt und einfach das dann einschätzt, weil der kann es einschätzen. Alle anderen, die können sich nicht vorstellen, was da abgeht auf dieser Strecke und in dieser Serie und in einem Rennauto an für sich. Also der Fan an der Nordschleife war mir immer am wichtigsten. Trotzdem kann sich auch die Langstreckenmeisterschaft nicht vor Veränderungen verschließen. Der Motorsport hat sich in den letzten Jahrzehnten stetig weiterentwickelt. Durch die wachsende Professionalisierung bleibt der Charme und das Familiäre manchmal ein wenig auf der Strecke. Also es hat sich sehr viel getan, wobei ich nicht derjenige bin, der sagt, früher war alles besser. Es hat sich sehr viel verändert, zum Positiven, manche Dinge auch zum Negativen. Es ist sehr viel professioneller geworden. Der Zusammenhalt, das Helfen untereinander und so, das hat es früher schon mehr gegeben. Wir haben anderen Teams geholfen, einen Motor zu tauschen zwischen Training und Rennen.
Und andererseits haben auch uns die Leute sehr viel geholfen. Das gibt es jetzt auch noch, aber sicher nicht mehr in dem Maße. Schon professioneller geworden. Doch Veränderungen gehören zum Leben dazu. Und die sind noch lange kein Grund, den Helm an den Nagel zu hängen. So fährt Andreas Schall 2016 mit 77 Jahren das Youngtimer-Rennen im Rahmen des 24-Stunden-Rennens, natürlich inklusive Klassensieg. Viele, die nehmen eine Auszeit, die kommen eine Zeit lang nicht mehr, die kommen alle wieder. Und es hat sich 100-mal bestätigt. Meine Devise ist, ich höre nicht auf, dann muss ich nicht wieder anfangen. Man hat viele schöne Jahre und ist auch jetzt noch schön. Irgendwann ist Schluss. Aber euer Rennen möchte ich noch fahren. Mindestens. Wenn ich euch gewinne, fahre ich um 9. Throw me aside at the end of the game. Turn me back cause I call your name. Another love gone bad again. Bad again, bad again. Slam the door as you curse my name. Toss my clothes in the open flame. Another love gone bad again. Bad again,